Servus, hier ist wieder euer Storni und wir kämpfen heute im fünften Krieg gegen die Unstoppables. Ist eine Gold 1 Allee in der letzten Season gewesen. Jo, schauen wir mal, wie es wird. Ich sag euch gleich mal, ich hatte einige Scheißkämpfe, aber hoffentlich wird es kein Kill. Naja, beim ersten Kampf, da habe ich gleich mal vergessen aufzunehmen. Deswegen habe ich noch ganz schnell auf Aufnahme gedrückt, bevor der Kampf losging. Naja, ist eine Quake. Dank Surf und Inkasha. Vielen Dank. Habe ich immer noch Angst vor Quake. Deswegen habe ich mich geboostet. Ja, Quake ist einer meiner Hassgegner. Ist definitiv so, weil irgendwie. Keine Ahnung. Ist einfach nicht mein Gegner. Aber wir sind mit 100% aus dem Kampf gegangen. Und ja. Schauen wir mal weiter. Den nächsten Kampf haben wir gegen einen Hitmonkey auf der 22. Den Knoten habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Ich habe auch heute ein relativ alternatives Team dabei. Wir haben hier wieder Krafttanken auf dem Weg und Sicherungswiederherstellung auf den Knoten. Ja. Ein guter Freund, der Herti, hat zu mir gesagt, ich soll nicht immer sagen, es läuft. Den Kampf muss ich definitiv sagen, es ist nicht gelaufen. Ihr seht es gleich, warum. Zack, zack, zack. Ich dachte mal, ich stehe weit genug weg vom Gegner und der bleibt einfach unabwehrbar. Mega scheiße, jetzt habe ich noch 4%, der Gegner 78. Ja, jetzt spielen wir es halt mal so runter. Jetzt hatte ich mit der SK1 auch kein Glück mit RNG. Er weicht mal wieder aus. Ja, ich habe einfach keine Neuros auf ihn draufgebracht. Spielen wir mal ohne SK, dass er nicht wieder gleich seinen Modus bekommt. Erhält jetzt doch die SK2 gezündet. Ein Neuro drauf, wunderbar. Er tickt dann schon ordentlich runter. Ich habe jetzt noch 2%. Ich wusste, ein Blockhit, wenn ich jetzt noch kassiere, bin ich tot. Er ist gelähmt. Gott sei Dank habe ich es geschafft. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht, als ich das aufgenommen habe, als ich den Kampf gemacht habe. Puh, war am Vortag noch feiern, habe mir gedacht, ich mache das alles am nächsten Tag. Naja. Gebe es auch zu, ich war definitiv noch nicht ganz nüchtern, aber ja, war einfach scheiße. Aber magst jetzt am Morgen, am Sonntagmorgen um 7, glaube ich, war es, magst dann weiter und denkst, ja, Quaken geht schon. Erster Kampf lief auch gut, das magst schon. Habe mich auch hier ein bisschen geboostet. Und ja, den Quark, den habe ich schon oft da auf dem Knoten gemacht. Wird schon werden. Und jetzt sind wir bei 30%. Ich bin noch bei 100%. Passt ganz gut. Läuft, darf ich ja nicht mehr sagen. Danke, Herti. Kleiner Insider, guter Freund von mir aus dem Spiel. Und jetzt ist der Kampf auch schon fast vorbei. Schauen wir mal, ob wir noch eine Rotation hin brauchen. Nee, brauchen wir nichts mehr. Wunderbar, für mich war es jetzt erstmal wieder erledigt. Es ist, ihr seht es, sind nur noch 2 Stunden 51. Ich war den Sonntag über unterwegs und habe dann später weitergemacht. Jetzt haben wir hier den Spider-Man auf Weg 4. Wir haben den stetigen Aufbau unabwehrbar. Heißt, wenn ich 3 Divas bekomme, wird der Gegner unabwehrbar. Ich bekomme normalerweise keine Divas, weil ich nicht getroffen werde mit Quake, wenn es gut läuft. Habe mich hier aber auch geboostet, weil ich danach gleich
noch auf der Bossinsel aktiv bin und laufe in einem durch und dann kann man vorher auch schon pusten. Jo. Läuft ganz gut. Man sieht's, die Booster, die bringen schon was und ich kämpfe keine Minute gegen diesen Spider-Man-Symbionten. Den habe ich eh schon lange nicht mehr in der Dev gesehen. Jo. Und weiter geht's gegen eine Clairvoyant. Die kann auf dem Knoten definitiv eklig sein mit ihrer SK1, da ich ja drei Divas bekomme. Aber wie gesagt, mit Quake wollen wir keine Divas. Zerfallende Rüstung ist auch noch aktiv. Heißt, ich könnte mich zur Not hochheilen, falls ich getroffen werde. Aber muss ich gar nicht. Ja, immer noch bei 100%. Ich spule hier vor, obwohl es eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Ihr seht es selbst, wie die brutalst runterschmilzt. Ich denke, das war eine Rang 4 Clairvoyant und keine 50 Sekunden für den Kampf gebraucht. Jetzt habe ich hier noch zwei Kämpfe auf der Bossinsel. Das eine ist Nick Fury. Hier habe ich den SK1 Boost angemacht, weil ich den sowieso nachher noch brauche. Für den Dragon Man. Ihr seht es jetzt hier, ich habe wirklich dick geboostet. Für den Dragon Man. Auf dem Knoten vom Nick Fury ist tödliches Kommando aktiv und eine verbesserte Superkraft 1. Heißt, wir machen weniger Schaden, mehr Sch er bekommt mehr Kraft, bis er bei der SK1 ist. Aber mit meinen Neuros kann ich das ganz gut kontern. Mein Archangel SIG 200 heißt, er bekommt auch keine Taktikladungen, sobald er drei Neuros drauf hat. Und ihr seht es selbst, wie der schön runtertickt. Mein Plan war eigentlich, ich bringe ihn zu einer SK3. Ich komme zu einer SK3, bevor er tot wird. Aber hat nicht so ganz funktioniert. Dieser Kampf war auch definitiv nicht gut. Hier die Heavy immer mit meiner Heavy gekontert. Und jetzt mache ich gleich einen großen Fehler. Ich bin zwei Schritte nach hinten gegangen und er hat mich getroffen. Scheiße. Naja, er ist bei 25%. Ich brauche Archangel in diesem Kampf oder in diesem Krieg nicht mehr. Also habe ich mir gedacht, jetzt sind jetzt einfach mal die SK3 und hoffe, dass Gift und Neuro drauf sind. Hier bin ich dem ersten Schlag noch ausgewichen. Und ja, jetzt stehe ich mich wieder im Block, warte, bis eine Heavy zündet. Einen Schritt zurück, wohlgemerkt, einen Schritt zurückgehen, nicht zwei. Und der Kampf ist vorbei. Wunderbar. Jetzt haben wir hier noch als letzten Gegner einen Dragon Man. Natürlich könnte man den quaken. Geht natürlich auch. Ich wollte hier aber auf Nummer sicher gehen. Ich hatte noch einen Slot frei. Der hat Aspekt der Evolution. Heißt, sobald der bei der einen SK-Balken voll hat, bekommt er mehr Kraft und wird stärker. Bekommt mehr Angriff. Mein SK1 Boost war noch aktiv. Das war auch der Plan. Und ich versuche einfach ein Backdraft Intercept Loop zu spielen mit Magic. Magic definitiv ein mega geiler Counter für diesen Knoten. Auch wenn sie ein alter Champ ist, einer meiner Lieblingsmystischen Champs definitiv. Da man den Kampf einfach die ganze Zeit unter Kontrolle hat. Hier hat der Backdraft Intercept nicht funktioniert. Aber ich hatte Limbo aktiv, deswegen habe ich gleich wieder hochgeheilt. Passt. Wunderbar. Ja, der Backdraft Intercept funktioniert ganz gut. Sobald er wieder aufsteht, versuche ich auch wieder sofort drauf zu gehen. Das geht ganz gut mit der SK1, SK2 von Magic. Hier macht er. Und man sieht schon, wenn der Power Lock nicht aktiv ist, dann bekommt er schon massig Kraft, obwohl er nur zweimal auf SK1 gekommen ist. Deswegen,
wirklich schauen, die Kraft unten zu halten. Hier habe ich noch eine Combo gefressen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier unten mit der SK1 beende ich den Kampf. Wunderbar. Einmal darf ich sagen, läuft, obwohl es nicht gelaufen ist. Wir haben den Krieg dann auch gewonnen. Wunderbar. Ich hatte nicht so viele Kämpfe wie in den letzten Kriegen, habe es dann nicht geschafft, unter die MVPs zu kommen. Aber ist auch nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben den Krieg gewonnen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Servus!